Gesundheit braucht Verstand und wir beschäftigen uns heute mal mit dem Thema trockene Nase. Trockene Nase ist bei mir häufig angefragt worden. Wo kommt das her? Was tut man dagegen? Und so weiter und so weiter. Und da möchte ich heute mal drauf eingehen. Ich stelle das zunächst mal vor, was die Ursache sein könnte, dann was so gängig in der Therapie gemacht wird, was man so mit Hausmittelchen macht. Und dann zum Schluss, was man dagegen macht, dass es auch wirklich weggeht, dass die Ursachen beseitigt werden, dass man irgendwann keine trockene Nase mehr hat. Das zeige ich euch ganz am Schluss. Und ja, fangen wir damit an. Was bedeutet es, eine trockene Nase zu haben? Also steckt schon in dem Begriff trockene Nase, da drin in meiner Nase, da ist es so trocken, dass ich so ein komisches Gefühl habe. Da spürt man auch diese Trockenheit, starke Verkrustung, obwohl sich wenig Schleim bildet. Es setzt sich quasi meine Nase zu, sie funktioniert nicht mehr richtig. Ich kann nicht richtig durch die Nase atmen. Also das wären so typische Merkmale für die trockene Nase. Wenn ich eine solche trockene Nase habe, dann habe ich die irgendwann gekriegt. Die war nicht von Anfang an da. Aber die Ursachen dafür, dass ich sie gekriegt habe, die liegen möglicherweise schon lange, lange Zeit zurück, nämlich meist schon in der frühen Kindheit. Und wenn man mal so ein bisschen bohrt bei den Betroffenen, die solch eine trockene Nase empfinden, dann stellt man auch fest, dass sie sagen, wir konnten noch nie gut durch die Nase atmen. Von Kindheit an konnten wir nie gut durch die Nase atmen. Und tatsächlich, in dieser frühen Kindheit liegen die Ursachen. Die Ursache ist auch nicht, dass sie in der frühen Kindheit nicht durch die Nase atmen konnten, sondern da gab es einen Grund, warum sie nicht durch die Nase atmen konnten. So, und der ist einfach ein Leben lang geblieben. Die Nase ist größer geworden, die Größenverhältnisse haben sich tatsächlich verbessert, aber so das Kernproblem, das ist geblieben, die Nase hat nie richtig funktioniert. Wenn man denen sagt, atme, versuch mal durch die Nase zu atmen, dann kriegen die das durchaus hin. Aber bei einer geringen Belastung schon hört der Spaß auf und die fangen an, durch den Mund zu atmen. Und da habe ich ja schon Videos zugemacht, wie gefährlich die Mundatmung ist. Also extrem gefährlich ist die Mundatmung für unsere Gesundheit. Nämlich, wir können schwer krank werden von der Mundatmung. Extremste Erkrankungen können die Folge sein. Also ich spreche wirklich von schweren Erkrankungen. Ich will die Liste gar nicht aufzählen, um Sie nicht zu erschrecken. Aber ich kann Ihnen jetzt schon sagen, wenn Sie nicht durch die Nase atmen können und Mundatmer sind, dann ist das ein großes Problem. Es ist keineswegs egal, wie wir atmen, ob durch den Mund oder durch die Nase. Das wird manchmal so verbreitet und häufig gehen Ärzte darauf auch gar nicht ein, weil sie sagen, eigentlich ist doch nur wichtig, dass da Luft in die Lunge kommt. Natürlich ist das nicht so, sondern es ist wichtig, wie die Luft in die Lunge kommt. Ist aber jetzt nicht das Thema, sondern unsere trockene Nase. Unsere trockene Nase wird also in erster Linie dadurch trocken, weil wir die Nase nicht benutzen und schon lange nicht mehr richtig benutzt haben. Das heißt, nur die Aktivität sorgt dafür, dass die Funktion in der Nase, die auch dafür sorgt, dass sich Feuchtigkeit, also die Feuchtigkeit ist in der Nase ja Nasenschleim, dass der sich bilden kann, dazu braucht die Nase eine Aktivität. Und die muss eingestellt werden, die muss man trainieren. Da hilft auch nicht, wenn einer sagt, ich korrigiere dir mal die Nasenscheidewand und so weiter. Ganz im Gegenteil, laufen Sie gleich weg, denn das ist hundertprozentig nicht die Ursache. Lassen Sie nicht operieren. Ich habe mehrfach darauf hingewiesen, schauen Sie sich die Videos an. Also, die Nase muss gebraucht werden. Jetzt gibt es natürlich so tolle Tricks, die Leute anwenden. Sie sind auch so, ja, schon fast allgemeingültig. Zum Beispiel, sie nehmen Nasensprays. Naja, Nasensprays, habe ich auch ein Video zugemacht, langfristig angewendet, schädigen die Nasenschleimhaut extrem und sind häufig Ursache dafür, dass die Nase noch trockener ist, als sie schon vorher war. Also es wird so massiv geschädigt, dass die Nasenschleimhaut ihre Funktion verlieren, die ihnen eigentlich zugesprochen ist, nämlich Schleimbildung, Reinigung, Anfeuchtung der Luft. Ja, das geht verloren, wenn diese kleinen Härchen, die auf der Nasenschleimhaut sind, das sind nicht so Härchen wie meine Augenbrauen oder meine Kopfhaare. Nein, das sind so kleine, man könnte sagen, Fleischhärchen, die heißen Zilien. Die werden nämlich durchblutet und produzieren Schleim.
Ja, also ein ganz anderes System. Und davon haben wir etwa 30.000 Stück auf unseren Nasenschleimhäuten. Und die produzieren ständig den Schleim und sorgen dafür, dass die Nase feucht ist. Wenn die geschädigt werden, und da können Sie sicher sein, dass das durch Nasenspray passiert. Natürlich nur, wenn da Nasenspray mit medikamentöser Wirkung ist. Nicht, wenn Sie ein Nasenspray nehmen, was lediglich ja, Salzwasser enthält, ja, oder so ein bisschen angedicktes Salzwasser enthält, damit die Schleimhäute wieder angefeuchtet werden. Aber sie werden ja nur zeitweise dadurch angefeuchtet. Auch wenn sie ihre Nasendusche nehmen, sie werden zeitweise dadurch angefeuchtet. Nichts mehr. Das ist aber zumindest nicht schädlich, das kann man ruhig machen und tut ja auch manchem ganz wohl, wenn dann diese festen Krusten und so weiter da endlich rauskommen und er davon oder sie davon entlastet werden, dass die Nase erstmal so einen Moment zumindest oder so ein paar Stündchen wieder frei ist und so einigermaßen funktioniert. Aber es nützt ja nichts, wenn die Nase funktioniert. Das muss man auch sagen. Ja, ist ja schön, wenn die Nase funktioniert, das wird auch empfunden. Wir sagen, toll, jetzt immer wieder der ganze Mist da raus und ich kann jetzt wieder besser durch die Nase atmen. Frage ist nur, macht er das auch oder macht sie das auch? Ja, die Gewohnheit spricht nämlich dagegen, das, was ich gewöhnt bin, das tue ich. Und wenn ich Mundatmung gewöhnt bin, weil die Nase nicht funktionierte, dann atme ich wieder durch den Mund, auch wenn sie mal einen Moment frei war. Bedeutet, ich muss also auch die Gewohnheit abstellen. Das ist aber leichter gesagt als getan. Denn dazu müsste erstmal die Nase durchgängig funktionieren. Also nicht wieder zugehen bis zur nächsten Nasendusche. Ist sie schon wieder zu und die muss ich vielleicht in 3 Stunden machen, weil die Nase schon wieder zu ist. Das heißt, dann kann ich ja sowieso nicht mehr. Aber auch in diesen 3 Stunden habe ich wahrscheinlich nicht durchgängig durch die Nase geatmet, sondern durch den Mund geatmet, weil ich es gewöhnt war. So, und jetzt der Tipp, was kann man denn machen, damit die Nase nicht mehr trocken ist, damit die Nase frei wird und ungehindert durch die Nase geatmet werden kann? Da kann ich Ihnen sagen, das funktioniert ausschließlich durch ein Trainingsprogramm. Wenn das Trainingsprogramm nicht gemacht wird, wird die Nase nie richtig funktionieren und Sie kriegen Ihre Atmung nicht umgestellt, dass sie funktionieren kann. Das ist so ein Teufelskreis, ja. Müssen Sie sich vorstellen, wenn die Nase nicht funktioniert, dann kann ich auch meine Gewohnheit nicht verändern. Und wenn ich meine Gewohnheit nicht verändere, dann funktioniert die Nase nicht. Ja, und zwar niemals. Wenn ich jetzt sage, ach, schöne Operation und so weiter, ja, gut, alles gut und schön, aber auch dann kann die Operation niemals dafür sorgen, dass die Gewohnheit verloren geht. Deswegen bei Operation erstmal weglaufen, erstmal die Gewohnheit verändern und dann kann man gucken, muss ich denn da überhaupt noch was operieren lassen oder funktioniert es jetzt nicht sogar schon gut? Ja, und um die Gewohnheit zu verändern und um das System der Nase zu trainieren, dafür haben wir die Faceformer-Therapie entwickelt. Das heißt, man macht ein Trainingsprogramm. Mit diesem kleinen Gerät, das hat hier so eine Membran, das verschließt den Mundraum, dass sich Unterdruck im Mund bilden kann und so weiter. Und man macht damit Übungen, systematische Übungen, regelmäßig. Das hat also auch kein Wochenende und kein Urlaub. Man macht regelmäßig diese Übungen damit, damit man die Nasenschleimhaut zunächst mal aktiviert. Und damit man sich nach und nach die Mundatmung abgewöhnt und zur Nasenatmung übergehen muss. Also ich hatte ja schon vorhin gesagt, dazu muss die Nase funktionieren. Hiermit trainieren wir quasi zunächst mal die Nase auf und gleichzeitig gewöhnen wir uns an, durch die Nase zu atmen. Wir setzen das sogar hinterher nachts ein, damit wir auch nachts, im Schlaf können wir uns ja gar nicht kontrollieren, aber wir dürfen uns auch gar nicht kontrollieren, wenn wir eine Gewohnheit umstellen. Die muss ja immer automatisch erfolgen. Ja, also es muss automatisch erfolgen, sonst wird es nie funktionieren. Aber wir setzen sie sogar nachts ein, damit wir auch nachts durch die Nase atmen müssen. Funktioniert nie von heute auf morgen. Also die Ungeduldigen, die meiden etwas, was man viele, viele Jahre nicht erreicht hat, was viele, viele Jahre sich angesiedelt, als Krankheit sogar angesiedelt hat. Das könnte man dann von heute auf morgen umstellen. Nee, das wäre nur die Spritze in den Hintern, aber die hat noch bei keinem funktioniert. Ja, also wenn man etwas umstellen muss, dann braucht man auch die Geduld und die Zeit, um diese Umstellung zu erreichen. Und jetzt kommt noch ein zweites hinzu. Bei ganz unterschiedlichen Erkrankungen braucht man sogar Zeit,
damit sich die Strukturen, die schon geschädigt sind, sind ja schon massiv geschädigt worden im Laufe der Jahre, damit sich die auch erholen können. Also für Ungeduldige ist das nichts, die von heute auf morgen was erreichen wollen, aber die, die wirklich einen Erfolg erreichen wollen, der stabil ist nach einer gewissen Zeit, die müssen das machen. Ja, das war's für heute. Vielen Dank, dass Sie dabei waren, und wenn Ihnen das Video gefallen hat, wieder liken, an Freunde, Bekannte weitergeben, unbedingt unseren Kanal abonnieren, und dann gibt es ja noch die Klingel, da können Sie anklicken und dann werden Sie erinnert, wenn ein neues Video kommt. Schreiben Sie einen Kommentar unter das Video. Sie wissen ja, wir antworten immer relativ schnell darauf, wenn da nicht einer wieder so einen Mist erzählt. Beziehungsweise unter Mist erzählen verstehe ich auch so die klassischen Beleidigungen, die gerne mal ausgesprochen werden. Darauf reagieren wir gar nicht. Tschüss für heute.